Abends. Wir müssen das nicht irgendwie in die Länge ziehen, aber vielleicht ist ja doch die eine oder andere Frage inzwischen aufgetaucht und dann wollen wir die gerne und die Referenten gerne beantworten. Bitte, ihr vorne. Und bitte nicht einfach reden, weil sonst versteht ihr es keiner. Der letzte Vortrag ist wohl uns am nächsten, deswegen möchte ich da Fragen stellen. Die erste, das sind die Frage nach Quellen. Und die zweite, und das habe ich als einen dringenden Mangel empfunden, ich kleide es vielleicht in die Worte, wie weit sind wir diesen US-Errungenschaften ausgesetzt, die, ich meine, das sei beobachtbar, ziemlich skrupellos ausgenutzt werden. Zur ersten Frage, die Quellen. Ich habe die Quellen in meinem Buch beschrieben, deshalb kann ich die ganz schlecht hier auch noch in dem Vortrag beschreiben. Sie das Buch zitiert? Ja. Ja, gut. Deshalb habe ich das auch einfach auch kurz mit eingeblendet, weil wenn ich jetzt die ganzen Quellen noch mit aufgelistet hätte, dann würden wir jetzt noch eine halbe Stunde hier reden. Das ist zu viel. Bitte niemand reden ohne Mikrofon. Wir hören sonst nicht. Es war die Frage nach dem Titel deines Buches. Sagst du das nochmal bitte? Der heimliche Krieg. Das war das, was eingeblendet wurde auch. Am Anfang vom Asian Mail Verlag. Und die zweite, Moment, die zweite Frage bezog sich hier auf die Auswirkung, für Auswirkung uns. Der US-Dominanz. Richtig. Auf uns. Die Auswirkung für uns ist ganz einfach, dass wir als Schutzschild benutzt werden für, ich sag's mal so, amerikanische Einsätze hier auf der Erde. Das, was im Augenblick im Weltall passiert, betrifft uns sekundär. Denn wenn wir, ich sag's jetzt mal von uns aus gesehen, die Erde, einen Angriff oder eine Aktion gegen eine fremde Macht durchführen, ohne dass sie überhaupt wissen, was passiert, dann ist das das Gleiche, als wenn ich den Leuten einen Krieg erkläre. Und die haben bessere Möglichkeiten als wir. Das ist die Gefährlichkeit dabei. Okay? Okay. Also ich habe zwei Fragen. Erstens, gibt es bei der dritten Macht auch technologische Weiterentwicklungen? Und zweitens eine Frage zu diesem Staubkrieg, also Stichwort drei dunkle Tage, da soll es eventuell Satelliten geben, die Staub, also giftigen Staub abgeben können. Danke. Selbstverständlich gibt es da auch eine Weiterentwicklung. Soweit mir bekannt ist, sind neue Hornbuch 2 Modelle aufgetaucht, und das auch schon vor mehreren Jahren. Und die Hornbuch 3 bzw. 4 ist auch modifiziert worden. Und das Andromeda-Gerät gibt es nicht nur einmal, da sind mindestens 10 bis 20 Maschinen im Einsatz. Zu den Satelliten folgendes zu sagen, diese Satelliten können von jedem aus gestartet werden. Wichtig ist, dass sie rechtzeitig erkannt werden, um abgeschossen werden zu können. Die Frage bezog sich jetzt auch auf die, das, was man immer wieder liest, diese sogenannte dreitägige Finsternis. Ist das etwas, was korreliert mit deinen Erkenntnissen? Nein. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern da geht es, jetzt muss ich mal in eine andere Richtung reingehen, da geht es um diese sogenannten Prophezeiungen. Diese Prophezeiungen sagen aus, dass erst ein Krieg stattfindet und das Ende des Krieges ist das Abschalten sämtlicher Atomgeneratoren und anschließend taucht was auch immer auf und schottet das Sonnenlicht für 3 Tage ab mit einer giftigen Substanz. Und erst danach ist der Planet wieder lebensfähig. Hat aber mit der dritten Macht an der Stelle absolut nichts zu tun. Im Gegenteil, die dritte Macht soll dann noch hier auf der Erde eingreifen und die Reste der Kriegstreiber vernichten. Herr Großer, welche dritte Macht ist es denn? Die innerirdische oder die außerirdische? Auch das ist wieder zweigeteilt, weil die dritte Macht ist auf der Erde immer noch in einigen Basen aktiv und die anderen Basen sind halt außerhalb. Deshalb kann man das nicht einfach so differenzieren. Es ist die dritte Macht und die dritte Macht steht eigentlich neben den USA und neben Russland. Zuerst einmal möchte ich mich bei euch allen da oben bedanken für alle einzelnen Vorträge. War hervorragend. Ich bin sehr viel mit. An Michael lag die Frage wegen den Völkerrechtsverbrechen. Nochmal? Wegen den Völkerrechtsverbrechen, die begangen werden. Was kann ich als Einzelner dagegen tun? Kann ich, hat das Sinn, wenn ich eine Anzeige mache? Also es ist immer sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass, oder mit einer Anzeige deutlich zu machen,
dass man den entsprechenden Tätern auf die Schliche gekommen ist und dann entsprechend aktiv wird. Nur muss das mit einer hohen Frustrationstoleranz passieren, weil in Den Haag, also mir der Todhöfer das auch erzählt, der hat solche Strafanzeigen gestellt gegen Busch und Blair, überhaupt nichts passiert ist. Es ist dann so, dass in der Regel nicht einmal Antworten kommen. Diese Institutionen wie der Strafgerichtshof, wie auch bestimmte, es gibt ja auch noch so eine Völkerrechtstruppe innerhalb der Vereinten Nationen selbst, sind komplett zahnlose Tiger und urteilen nur die und verurteilen nur die, die die Verlierer sind, während hier statt des Völkerrechts gnadenlos das Recht des Stärkeren existiert und auch praktiziert wird. Und da traut sich von den Figuren juristisch keiner wirklich gegen vorzugehen. Malaysia, großen Respekt, hat es gemacht, hat ein solches Verfahren durchgesetzt, hat wirklich einen Prozess gegen Busch und Blair und ein ordentliches Gerichtsverfahren absolviert, hat die beiden verurteilt, die dürften jetzt nicht, das wäre nicht so für die Mobilität förderlich nach Malaysia einreisen, aber dafür wird dieses Land eben anderweitig abgestraft. Das muss man wissen. Ja, Hartmut, noch mal kurz zu dir, zu deiner Sache. Wie weit sind andere außerirdische oder positiv außerirdische im Sonnensystem? Gibt es da andere Rassen, die hier bei uns sind, das Ganze beobachten und uns auch eventuell helfen würden? Nach meiner Information sind auf der Erde im Augenblick 15 Rassen aktiv. 4 Rassen sind davon uns nicht gut gesinnt, 2 sind neutral und der Rest interessiert sich eigentlich gar nicht für uns. Für die sind wir nichts anderes als Ameisen, wo man einfach mal drüber tritt und das war's dann. Wir erleben doch in der letzten Zeit immer wieder sogenannte Kornfelder. Und gibt es darauf Hinweise zu positiven Gesinnungen, die für uns Menschheit dienen sollen? Beispiel Syrianer und so weiter. Du meinst Kornkreise? Die Kornkreise, letzteres in Deutschland, bei Fürstenfeldbruck in Mammendorf. Ich war selber dort drinnen, durfte dieses Energiefeld spüren. Es war fantastisch. Und wo ich einfach sage, in Verbindung mit der Prophezeiung, was als kommen soll, was, glaube ich, uns Menschen auch ein Stück Vertrauen schenken soll. Gibt es hier da irgendwelche Anhaltspunkte oder weiß man da schon Näheres, was uns noch mehr Vertrauen schenken kann? Bei den Kornkreisen sieht es so aus, viele dieser Kornkreise sind noch nicht interpretiert. Das ist das erste Problem, weil wir gar keine Möglichkeit haben, uns etwas unter diesen Dingern vorzustellen. Der zweite Punkt ist, sehr viele der Kornkreise in letzter Zeit sind von Menschen gemacht. Man hat also an der Stelle auch schon mal Schwierigkeiten, das auseinanderzuhalten. Ich möchte mal ein Beispiel geben, wie so eine Antwort aussehen könnte. Vom Arecibo-Institut in Puerto Rico ist vor einigen Jahren eine Nachricht ins Weltall geschickt worden. Und auf diese SETI-Nachricht wartet man immer noch, angeblich. Es ist aber vor einigen Jahren ein sogenannter Kornkreis entstanden, der genau das Pendant zu dieser SETI-Nachricht gebracht hat, mit den entsprechenden Informationen. Nach der Interpretation der Wissenschaftler stammt diese Information von einem Planeten, der unsere Information aufgefangen hat. Natürlich will das keiner der Wissenschaftler wahrhaben, weil sonst die Gelder für das Projekt SETI verloren gehen. Bitte. Ja, zu dem Thema Kornkreise, genau wie er gesagt hat, es gibt solche und solche. Es gibt aber eine Reihe, die sozusagen auf nicht normale Weise entstanden sind, vor allen Dingen nachweislich auch innerhalb weniger Minuten. Und interessant war erstmal als kleine Anekdote, ich habe in München bei einer Konferenz, in Regen bei einer Konferenz mit einem Ehepaar gesprochen, weil letztes Jahr gab es in der Nähe von München einen und dieses Jahr auch wieder. Diese beiden scheinen wohl echt gewesen zu sein, anhand der ganzen Merkmale. Und das war das Ehepaar absolut mit beiden Beinen im Leben. Die waren da, hatten den Bauern dort gesprochen, vor einem Jahr bei dem Kornkreis. Und der hat ihm erzählt, danach kamen wirklich die berühmten Men in Black und hat den Bauern wirklich klar gemacht, dass er das eigentlich nicht darüber erzählen soll. Das heißt, gewisse Kreise haben mit diesen Kornkreisen ein Problem. Die kommen also nicht von diesen Kreisen, die wahrscheinlich da im Weltraum aktiv sind, sondern von jemand anderem. Das sieht man auch mal in England, es gibt Kreise, da ist sehr großes Interesse durch irgendwelche militärischen Hubschrauber. Wenn das eine Fälschung von Menschen wären, wäre das unwahrscheinlich. Ich habe
um das abzurunden, auch den positiven Aspekt ein bisschen zu beleuchten, einen hohen spirituellen Meister gefragt, was es damit zu tun hat, beziehungsweise mit der Freundin, die hat ihn gefragt. Er sagt, eine Reihe von diesen Kreisen und vor allen Dingen diese Piktogramme, die da sind, erzeugen ein geistiges Feld, insbesondere wenn die Menschen das sehen, und das impft sozusagen die Menschheit und die Erde mit positiven Impulsen. Das ist auch einer der Gründe, warum diese Kreise erscheinen, immer komplexer werden. Das ist also ein Gegengewicht gegen verschiedene andere Entwicklungen, die wir gerade auf der Erde haben, von der wir natürlich auch viel gehört haben. Und zwar ohne Erde-Theorie. Die größte Macht sind wir so einfach, was sagen wir, 1000 Jahre im Voraus, sieht die uns in der Erde. Also ohne Erde-Theorie. Was hat die dritte Macht zu tun mit der hohlen Erde? In der hohlen Erde haben die so ungefähr 1000 Jahre in der, also Technikvorsprung, sagen wir so einfach. Die sind uns total überlegen. Welche Gesetzmäßigkeiten gibt es da, dass die sich so zurückhalten? Es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, dass die also. Da bleiben sie sind, sind aber alle überlegen, hoch überlegen, sagen wir, über Technologie. Inwiefern hängt das denn zusammen? Man hat auch was von Kamera hier im Raum gehört schon, in Guntersberg, das war ein bisschen, denke ich mal, weiß ich nicht. Wie hängt das okay, die Frage zusammen? Ist verstanden. Also, Abwurf oder? Ja, Rainer? Ich mache das Abschlusswort nach. Ja. Gut, dann versuche ich das mal ein kleines bisschen von meiner Sicht, so wie ich es weiß, zu erklären. Diese Theorie hohle Erde, das ist ein kleines bisschen irreführend. Man muss sich das so vorstellen, der Erdmantel hat ja eine gewisse Dicke. Und es gibt in dem Erdmantel riesige Höhlen, die sind so groß, dass man ganz Erdteil da reinpacken kann. Das heißt aber nicht, dass die ganze Erde hohl ist, sondern dass lediglich diese Höhlen existieren. Und die sind so, ich möchte mal sagen, ausgehärtet, dass man dort drin leben kann. Und dort leben auch viele Intelligenzen. Nicht unbedingt die von unserem Planeten, sondern auch von anderen Welten. Und das, die Höhlen sind so abgeschottet, dass man kaum reinkommt. Ich weiß zwei Zugänge, einer ist am Nordpol und einer ist am Südpol. Die beiden Zugänge weiß ich. Und ich weiß auch, dass eine Expedition vom Dritten Reich eine dieser Höhlen gefunden hat und ist in diese Höhle abgestiegen. Mehr weiß ich dazu im Augenblick auch nicht. Was das jetzt mit den Technologievorsprüngen, die dort unten von den Intelligenzen durchgeführt sind, kann ich an der Stelle nicht sagen. Ich weiß auch nicht, inwieweit jetzt Menschen in diesem Bereich mit involviert sind. Kann sein, dass die dort aufgenommen worden sind. Zum Beispiel weiß ich, dass die Expedition ganz gute Karten gehabt hatte. Aber was dann weiter passiert ist, kann ich an der Stelle auch nicht sagen. Also ich muss sagen, der Herr Grosser, ich bin total verblüfft von der ganzen Information her. Das wäre auch eine Frage, kriegt man das aus dem Internet oder trifft man da entsprechend die richtigen Leute? Er ist sprachlos. Viele Jahre. Okay, zwei Informationen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dadurch, dass ich 12 Jahre in einem Bereich gearbeitet habe, wo ich mit so etwas ständig konfrontiert worden bin, habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten im Internet zu suchen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich habe einige geistige Führer, die mich auch in die richtige Richtung leiten. Der dritte Punkt ist, ich werde ab und zu mal von irgendwelchen Leuten angerufen, die mir einen Treffpunkt vorschlagen, mir irgendwelche Dokumente geben, mit denen ich mich dann auseinandersetzen muss. Okay, mehr sage ich aber jetzt nicht. Dann möchte ich noch sagen, das, was wir da heute gehört haben, das ist natürlich nichts für so eine breitere Öffentlichkeit, weil manche Leute sind nicht bereit, also sich ein Bild von so einem grausligen Alien anzuschauen. Die ignorieren das oder schalten da ab. Das fängt schon an, wenn ich über München an einem Lichtpunkt sehe, Leute darauf hinweise. Die Leute schauen dann zum Himmel und ja, können nichts damit anfangen. Das muss man ganz einfach von der Sicht aus sehen, dass die USA jahrelang, jahrzehntelang eine Kampagne durchgeführt haben und das alles absurdum erklärt haben. Sie haben praktisch jeden lächerlich gemacht, der in irgendeiner Form etwas über UFO erzählt hat oder sonst irgendetwas. In anderen Ländern, beispielsweise in Indien, ist es bekannt, dass es diese Dinger gibt und dass die auch durch die Gegend fliegen und jeder lebt damit. Nur hier bei uns, wir sind dadurch verseucht, dass überall alles lächerlich gemacht wird und keiner mehr darüber nachdenkt.
irgendjemand rausgeht und sagt, ich habe eben gerade ein dreieckiges UFO gesehen, das ist ganz langsam da lang geflogen. Ach du spinnst doch. Das ist die Reaktion, anstatt sich mal damit auseinanderzusetzen. Also es ist eine mediale Geschichte. Ich habe in Mexiko gedreht, da gibt es einen eigenen Fernsehsender, der sich von morgens bis abends mit dem Thema UFO-Sichtung befasst. Einen eigenen Sender. Also da ist es etwas, was völlig normal ist, dass das Gegenstand der Betrachtungsweise ist. Das ist wirklich eine mediale Geschichte hier. So wie Gabriele hat darauf hingewiesen mit dem Thema Chemtrails, da wirst du ja auch für bekloppt erklärt, wenn du das Thema ansprichst. Inzwischen kannst du es auf den offiziellen Regierungsseiten sogar sehen. Also das sind so Dinge, die auch im Fluss sind. Da würde ich mich auch nicht von irritieren lassen, dass da jetzt irgendjemand sagt, du spinnst. Mein Gott, in, weiß ich was, 2 Jahren wird er sich daran erinnern, dass derjenige, der ihm damals den Hinweis gegeben hat, dann doch nicht spinnt. Das ist die Zeit, heilt dann die Wunden. Ich habe von einer Whistleblowerin mal gelesen oder gesehen, ich weiß den Namen nicht, ich weiß nur, dass sie im Tode gemeint ist. Und zwar im Tunnelbau war die Ingenieurin und sie war dabei, dass in Deutschland 7 Bunker Fassungsvermögen von A 300.000 Leute haben. Wisst ihr darüber was? Das war der Vortrag von Hartmut Grosser das letzte Mal, als er hier war. Ne? Also, es gibt weltweit über 200 unterirdische Einrichtungen. Diese Einrichtungen betreffen aber hauptsächlich die Amerikaner, weil die damit angefangen haben, ihre Alternative 2 Bunker zu bauen. Bunker kann man es eigentlich nicht nennen, unterirdische Städte. Diese Städte sind so angelegt, dass man dort bis zu 500.000 Leute über 10 Jahre verpflegen und bearbeiten kann. Diese Bunker sind selbstverständlich auch über die gesamte Welt verteilt. Einer davon ist in Russland, der ist im Ural. Dieser Bunker ist so groß, dass man ganz Washington reinpacken kann. Soweit ich weiß, sind in Deutschland mindestens 4 riesige Bunker unterirdisch angelegt. Einer davon wird im Augenblick unter dem neuen Berliner Flughafen gebaut, genauso wie aufgebaut wie unter Denver. Wo die anderen jetzt sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass einer noch in den Alpen ist und einer soll in Richtung Österreich sein. Stuttgart auch, genau, ja. Aber wie viel das jetzt genau sind, weiß ich nicht. Deswegen kommen die im Flughafen auch nicht weiter. Ich würde noch kurz was zu dieser Mail sagen. Ich habe versucht nachzuforschen, also was diese Dame gesagt oder geschrieben hat, ist in vielen Teilen richtig, aber vieles ist auch nicht neu, was sie gesagt hat. Letztendlich, was diese Dame betrifft, ich habe versucht, irgendwas über die rauszufinden. Sie hat einen ziemlich speziellen Namen, einen litauischen Namen. Ich habe nichts gefunden, außer dem Hinweis auf diese Mail. Irgendwann wird das mal übersetzt. Es gibt dann verschiedene Seiten, die immer wieder zitieren. Und ich würde vorsichtig sein mit solchen Quellen, wo man überhaupt nicht weiß, wo einfach eine Mail erscheint und jemand behauptet was, noch mit einer Krebserkrankung hinten dran. Natürlich gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die authentisch ist, aber die würde ich erstmal sehr niedrig ansetzen. Ja, ich abschließend das Wort noch mal ganz kurz dazu. Man muss ganz einfach mal davon ausgehen, wie ich vorhin schon sagte, dass wir im Zweiten Weltkrieg über 147 unterirdische Fabriken hatten, die so groß sind wie Wolfsburg. Wenn man davon ausgeht, dass die ganz geheim gebaut worden sind und kein Mensch das mitgekriegt hat, warum soll das dann jetzt unmöglich sein, wenn wir die riesigen Bohrmaschinen bis zu einer Größe von 40 Metern dafür einsetzen können, dann ist so eine Stadt innerhalb von wenigen Jahren gebaut. Da gibt es überhaupt nichts zu vertun dabei. Trotzdem, man sollte mit solchen Informationen vorsichtig sein, weil wenn kein Hintergrund da ist, muss ich an der Stelle auch sagen, Finger weg. Okay? Ich hätte auch was zum Thema hohle Erdbeben zu ergänzen. Ich kenne Alf Jasinski, der öfters in der Erde war, persönlich, der wohnt ganz, und Christa wohnt ganz bei denen in der Nähe. Es gibt 2 Systeme in der Erde. Einmal das Höhlensystem, das Sie angesprochen haben, und das zweite Mal das Zentralsystem, die im Mittelpunkt der Erde ist. Und zur Beruhigung kann ich sagen, der hat ein
deutlich die Auskunft von den technischen, von den Rassen innerhalb der Erde bekommen. Sie werden auf jeden Fall einen Atomkrieg und eine Vernichtung der Menschheit verhindern. Die können Atombomben innerhalb von Sekunden abschalten. Jetzt eine Frage an euch noch. Was können wir tun? Ich sehe nur eine Chance, das geht nur auf der geistigen Ebene. Genau. Wollt ihr schon, wo der Kurs jetzt hinläuft? Meine, es war natürlich der Vorteil, dass der Hartmut jetzt den letzten Vortrag gemacht hat und natürlich jetzt der Hauptfokus auf das außerirdische Thema. Ich möchte eigentlich lieber jetzt noch, wenn ihr noch zu unserer Top-Referentin noch Fragen habt, die wir heute am Tag aufgearbeitet haben, weil ich werde euch dann noch am Schluss noch ein Statement abgeben, was ich nächstes Jahr vorhabe. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Aber ihr merkt schon eindeutig, also ich spüre es auf jeden Fall, den Kurswechsel, den ich vornehmen werde, der ist genau richtig. Und das werde ich euch nachher erklären. Aber fragt euch mehr, wir haben halt so viele Informationen bekommen. Ich denke, wir sind jetzt alle komplett voll mit Informationen. Ich würde mir jetzt einfach noch wünschen, vielleicht, dass die Gabriele oder wenn da noch oder beim Volker oder wie auch immer noch Fragen offen sind, weil ich sehe schon, ihr hängt jetzt auf dem außerirdischen Thema und deswegen ja der Einstand lag. Aber da komme ich nachher noch am Schluss dazu, wenn wir. Also bei der Frage eben, Gabriele, das war an sich dein Thema, das ist der zweite Teil deines Buches, was wir jetzt selber tun können, vielleicht einfach ein, zwei Sätze dazu und dann sollten wir auch langsam zum Ende kommen. Bitte. Ich habe es ja vorhin beim Vortrag schon gesagt, ich gehe davon aus, dass wir ein vollkommen neues Zeitalter jetzt wählen können. Jeder für sich, jeder kann jetzt sofort den Schritt wagen von diesem jetzigen, bisherigen kriegerischen Zeitalter hin in ein friedliches Zeitalter. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist kein Zeitalterwechsel, der global für alle so stattfindet, sondern der findet in jedem Herzen von uns statt. Und wir können das jetzt wählen. Und da wünsche ich viel Erfolg dabei. Eine Frage an die Gabriele. Ich wollte bloß ganz kurz noch was zu diesen Chemtrails wissen. Da gibt es ja mehrere Zwecke der Chemtrails. Einmal glaube ich so Auslöschung oder Reduzierung der Weltbevölkerung. Zum Beispiel ich selber bin Chemiker. Ich denke, wenn man da rieselt, so ein bisschen so Aluminium auf uns runter. Wir atmen es ein, dann geht es Aluminium ins Gehirn. Dann kriegt man 10 Jahre für Alzheimer, solche Geschichten. Und das andere ist natürlich auch hart, glaube ich, dass man irgendwie so 3D-Hologramme dann an den Himmel projiziert. Und solche Geschichten, können Sie da mal irgendwas sagen? Ich bin nicht zu tief drin in der Materie, muss ich gestehen, aber ich weiß von dem, was ich gelesen habe, dass es tatsächlich so ist. Die Chemtrails und diese Wellen funktionieren zusammen und bilden, ich weiß nicht, elektrische, elektromagnetische Felder, die uns mit beeinflussen. Also wir werden zu Antennen gemacht, die dann diese Wellen, diese Informationen vor allen Dingen, die hinter diesen Wellen stehen, aufnehmen und auch wieder verbreiten, aber da weiß ich zu wenig, um das genauer zu beantworten. Ich hätte nur noch was zu dieser hohlen Erde noch mal kurz zu sagen. Da scheiden sich ja die Geister sehr. Ist die Erde hohl, ist sie nicht hohl, ist sie flach, wie auch immer. Wenn man jetzt davon ausgeht, sie ist rund und nicht flach, dann ist es für mich ganz klar, dass sie hohl sein muss, denn wenn ich einen Körper habe, der nicht ganz fest ist, nicht Stein ist, sondern etwas beweglich im Erdinneren, und ich drehe den schnell, dann muss der wohl sein. Jedes Wasserglas ist wohl, wenn ich mit dem Löffel da schnell rumdrehe. Also das ist für mich so die ganz logische Erklärung. Aber da scheiden sich auch die Geister. Ich will nur nicht, dass nur eine Lösung hier stehen bleibt, sondern dass es noch eine andere Lösung gibt, vielleicht sogar die flache Erde, aber da habe ich mich zu wenig damit befasst. Man muss offen bleiben mit seinem Geist, verschiedene Lösungen andenken und in sich reinhören, was ist stimmig und sich auch unterhalten mit anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob wir das hier jetzt klären können. Ist die Erde flach? Ist sie rund? Ist sie hohl? Dreht sie sich oder nicht? Oder ist sie ein Hologramm? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Irgendwann macht der Rainer mal einen Kongress da unten, dann werden wir es sehen. Eine kleine Anmerkung zu diesem Gedankenspiel. Es gab mal einen ganz tollen deutschen Film. Da ging es darum, dass ein Mann die Ebene seines Computers aufgesucht hat
und hat dort mit den von ihm programmierten Menschen gesprochen. Und die haben genauso gelebt wie er. Woher wollt ihr also wissen, dass ihr nicht Computerprogramme seid? Die Matrix. Genau. Ich habe da hinten jetzt noch zwei Fragen gesehen, oder hat sich das erledigt? Ja, bitte. Jetzt Europa, Nordamerika, die alte Welt soll kaputt gemacht werden, verlagern sich ja nach China hin, sind die Spitzen jetzt auf Dauer, BRICS ist ausgetreten, England. Sagen wir mal so, es ist immer schwer zu verstehen, man kriegt viele Informationen von vielen Seiten. Wie sollte man sich hier auf Dauer verhalten? Sollte man einen Schritt nach draußen machen, Spanien oder Paraguay, oder sollte man hier bleiben? Oder immer Deutschland. Und das ist eigentlich merkwürdig, ne? Also ich habe es nicht verstanden, ne? Weil General Patton damals sagte, ja, wie konnte das sein? Die Deutschen sind so ein tolles Volk, oder ihr war, ne? Erst hat er uns zusammengeschlagen, praktisch erfolgreich, ne? Alle Normandie praktisch bis in Bayern rein, und hat er festgestellt, die Deutschen sind ein wunderbares Volk, ne? Sagen wir so. Und wieso haben wir die eigentlich so maltretiert, und warum haben wir das mit denen gemacht? Das war ja gar nicht notwendig, ne? Also das waren wunderbare Menschen, ne? Da musst du eigentlich warum will man gerade uns? Ich habe gehört, wir werden geerntet nächstes Jahr, ja? Also das ist also ein bisschen viel, also du bekommst dann Informationen dann, ne? Das kann nicht sein, ne? Okay. Ich bin da sprachlos dann, ne? Ich krieg's auch nicht ganz auf, ich versuche das auf die Reihe zu bekommen, aber ich ziehe es auch anders wissen, aber im Moment bin ich noch ein bisschen platt von allen Informationen und habe es noch nicht richtig auf die Reihe bekommen, ne? Okay, ich würde in zwei Richtungen antworten. Die erste Richtung sind meine Nachforschungen, die ich über die einzelnen Erfindungen gemacht habe. Und bis jetzt war es meistens so, dass Erfindungen hauptsächlich im europäischen Bereich stattgefunden haben und dort in erster Linie in Deutschland. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, ich lebe in Deutschland und Deutschland ist für mich meine Heimat und diese Heimat bedeutet mir eine ganze Menge. Und ich trenne auch ganz strikt zwischen Europa und Amerika, weil ich weiß, was dort alles passiert. Und jetzt möchte ich euch noch etwas sagen. Wir werden in der ganzen Welt verteufelt. Wir sind die Bösen, überall. Wir sind die Mörder, wir sind das, wir sind das, wir sind das. Kurioserweise gibt es in Namibia eine Gesellschaft zur Pflege der deutschen Sprache, das sind dann Schwarze. Die Hauptstraße in der Stadt, der Hauptstadt, heißt Bismarckstraße. Wenn wir irgendwo nach Afrika kommen, wir werden überall willkommen geheißen. Was ist denn mit den anderen? Die Amerikaner werden in den Hintern getreten, die Franzosen werden in den Hintern getreten, die Engländer werden in den Hintern getreten, die Holländer werden in den Hintern getreten. Warum? Weil die Menschen schlau sind. Ich gebe darauf keine Antwort, danke. Also eine Antwort auf das, was du fragst, ist natürlich auch das, was ich bei dem Friedman zitiert habe, einfach so die Erkenntnis aus der alten britischen Politik, das ist diese Balance of Power Politik, die sich dann aber fortgesetzt hat, dass eben aus der Sicht des Empires niemand dem Empire in die Quere kommen darf und deswegen immer man sich mit der zweitstärksten Macht auf dem europäischen Kontinent verbunden hat, militärisch, die Amis machen nichts anderes und die Kombination, die entstünde, das ist das, was Friedman sehr offen sagt, wenn sich eben der Erfindergeist und die Disziplin, die Tüchtigkeit, das sind nun mal so Tugenden, mein Gott, die sind unterschiedlich verteilt auf dieser Erde, dafür gibt es durchaus auch viele nervige deutsche Tugenden und das, was wir an Griechenland beim Urlaub schätzen, ist eben genau das, was wir hier nicht leben, deswegen fahren wir da zum Urlaub hin. Also das hat alles seine Berechtigung, ist alles in Ordnung, nur wenn diese Dinge sich kombinieren mit den Potenzen, den Ressourcen, die Russland hat und der Offenheit auch der russischen Seele für spirituelle und für ganz andere Dinge, wenn die Kombi einträte, dann wäre das für die Welt in der Tat ein Segen, keine Bedrohung, nur für den Machtanspruch eines durch und durch gierigen materialistischen Kapitalismus, wie ihn die USA predigt und lebt, wäre es in der Tat eine Bedrohung für dieses System. Das würde man dann als
eben diesen schmutzigen Kapitalismus auch kapieren und identifizieren und sagen, also okay, davon haben wir nach einem Jahrhundert echt genug, das brauchen wir nicht noch weiter. Das ist so der Grund, deswegen sind wir nicht besser oder andere schlechter, sondern wir sind in dem Punkt einfach anders und die Kombi aus Deutschen und Russen, die würde es dann letztendlich ausmachen. Peter, was machst du? Ja, ich möchte noch eine kurze spirituelle Ergänzung machen, weil zu dem Thema wurde, es gibt einen großen spirituellen Meister von Mauritius, Swami Shananda, der sich mitten im Taunus niedergelassen hat. Und eine große indische Zeitschrift hat ihn gefragt, Hinduismus, warum ausgerechnet in Deutschland? Und hat er gesagt, das hat einen bestimmten Grund. Hier ist die Energie für die spirituelle Erneuerung der Welt. Und das wissen diese Eliten ganz genau. Und deswegen versuchen sie hier so zu bremsen, wie es nur irgendwie geht, weil sie wissen, wenn das durch die Welt geht, haben sie verloren. Und das ist einer der Hauptgründe, warum es massiv gegen Deutschland geht. Und ich bin froh, dass er das gesagt hat, weil er es wirklich bar jeden Verdacht ist, irgendwie Deutschstümler zu sein. Ja? Von daher, das ist die ganz klare Aussage, wobei ich Deutschland da etwas weiter erfassen würde, als jetzt den Staat Deutschland, da reden wir Teile Österreich, Schweiz und drumherum sicherlich dabei. Bis in den Osten, Russland spielt da auch eine Rolle dabei, definitiv. Da möchte ich aus dem Hintergrund noch was hinzufügen. Das hat mit Vorzeitgeschichte zu tun. Die deutsche Sprache ist eine sehr klare Sprache, die sehr viel Weisheiten beinhaltet. Also hier sitzen lauter Verrückte, die einfach eine neue Sichtweise bekommen. Und allein dieses eine Wort zeigt es, wir sind das Dach der Welt, D-A-C-H. Und wenn ich von Europa das E wegnehme, dann komme ich auf den Uropa. Also das sind viele, viele Dinge, die da mitspielen, das Land der Dichter und Denker. Die anderen haben einfach sehr viel Angst vor uns und uns wird unser Stolz genommen. Also eine Krankheit besiegen oder heilen, dürfen wir nicht mehr sagen, sie heil. Das sind dann Glaubenssätze, die eingeimpft werden, damit wir nach unten gedrückt werden. Und deswegen sind wir das Spielfeld der Erde. Ich habe jetzt noch eine Frage gesehen, ganz hier vorne. Okay, dann haben wir jetzt, genau, das ist auch jetzt mal in Ordnung und gerecht, dass zwei Damen den Abschluss bilden, weil dann nämlich der Rainer auch noch vom Konzept fürs nächste Mal was sagen möchte. Ja, also der Herr hat eigentlich gerade vorgegriffen, weil es geht genau um die Schwingung, also um Frequenzen und da die Sprache dazugehört. Und Russland und Deutschland in der Form sehr nahe die Lösung beieinander haben, wenn das Herz dazukommt und das jeder für sich in Anspruch nimmt, seine Wurzeln heilt, dann heilt er damit auch einen Bestandteil der Wurzel jeder Generation und damit auch der Völker, die davon betroffen sind. Und das ist im Prinzip die Errungenschaft, ich sage jetzt mal, der germanischen Stämme, auch der slawischen. Und da muss ich ehrlich sagen, da ist sehr viel heute wieder spürbar geworden von diesem alten Wissen, das da ist. Jetzt müssen wir einfach noch aufpassen, dass wir nicht die Programme wiederholen, die man uns gelernt hat, sondern dass wir uns bewusst sind, wer ist dahinter, wer will uns wohin treiben. Und ist es eine Inspiration von uns, von Ihnen, von unserer spirituellen Haltung her? Oder ist es ein Programm, das uns in eine Richtung treiben will, wo es wieder in die Vernichtung geht, in die Trennung? Und dann wäre sicher die Idee, dass wir das erkennen und transformieren. Und die Frage an jeden von euch wäre, was macht ihr bewusst, um diese Umstände zu verändern? Also ich fange gleich mal an. Ich selber versuche, meine Baustellen zu heilen. Meine Baustelle im Ahnenbereich, im familiären Bereich, überall da, wo ich spüre, dass ich mich antriggern lasse. Wo ich sage, der schon wieder, oder warum gibt es da Probleme? Da frage ich mich, warum habe ich das? Warum begegnet mir das? Das ist ein Punkt, den ich in mir heilen kann. Und wenn ich das tue, dann heile ich auch mein Umfeld. Also das ist das, wie ich anfange bei mir, nach der Frage, was jeder von uns eben macht. Und ich versuche, die Dinge vom Herzen her zu lösen. Gelingt mir nicht immer, natürlich nicht. Aber sobald ich das bemerke, versuche ich, das vom Herzen her zu lösen. Und ich muss sagen, es geht mir gut dabei. Ich sagte das vorhin bereits. Ich sehe meine Aufgabe darin, über die bestehenden Funktionen
und Bereiche zu informieren, so dass sich jeder selber sein eigenes Bild machen kann. Ich gehe nicht davon aus, dass alles das, was ich euch erzählt habe, auch bei jedem von euch wirklich glaubhaft durchgedrungen ist. Das will ich auch gar nicht, sondern mir geht es ganz einfach darum, ich habe euch eine Information gegeben, ihr könnt diese Information verwerten oder ihr könnt sie verschmeißen. Beides sollte euch in irgendeiner Form geistig weiterbringen. Okay? Dem Statement kann ich mich eigentlich für meine Tätigkeit, was ihr heute gehört habt, anschließen. Ich mache das ja nicht nur im Bereich Lügenpresse, in vielen anderen Bereichen. Was ich persönlich mache, ist natürlich genau das, was die Gabriele gesagt hat. Was das Ziel ist und was auch das neue Zeitalter ausmachen wird, was da mal irgendwie kommt. Der Weg vom Verstand zum Herzen, der Weg weg vom Ego, vom Materialismus. Ja, und das versuche ich so gut, wie es geht. Natürlich scheitert man. Es gibt Möglichkeiten unterschiedlichster Art, was sozusagen die hilfreich sind im religiösen Bereich. Ich persönlich mache eine spezielle Yoga-Variante, Atma Kriya Yoga, die für mich sehr hilfreich ist. Aber da muss jeder auch seinen eigenen Weg finden. Es gibt nicht den einen Weg, außer den Weg vom Verstand zum Herzen. 30 Zentimeter, der weiteste Weg der Welt. Danke, ich brauche damit ruhig für sowas bei euch. Also, ich scheine Außenseiter zu sein in der Runde. Wenn ich was bewirken will oder sagen wir was vorankommen will, gehe ich in den Wald und da schaue ich mir an, wie die Bäume wachsen, was für Vögel es da gibt hier, was die alles treiben. Und ich finde, wenn man mit offenen Augen da durchgeht und es bereit jederzeit zu lernen, kann man da jedes Mal einen Haufen lernen. Ich bin ein großer Bewunderer von Konrad Lorenz, der ständig verketzert wird, völlig zu Unrecht. Und aus den Büchern, die der geschrieben hat, strahlt so was wie eine Liebe zur Natur, die mich total angesteckt hat und man kann das sehr leicht nachvollziehen. Und ich bin heute mehrmals gefragt worden, ja, was kann man denn machen und soll man tun und so. Ich fürchte, das ist der falsche Weg. Was wir tun sollten, wäre, wir müssen mal viel, viel unterlassen. 90% aller Waren, die im Supermarkt da über die Kette gezogen werden, sind überflüssig, ungesund und so, das brauchen wir alles nicht. Vieles von dem, was diese Zivilisation uns bietet, ist Schrott. Die bringen uns auch nicht weiter. Ein Haufen Maschinen machen uns nicht glücklich. Und wenn wir noch eine neue Maschine dazu bauen, werden wir auch nicht glücklicher. Aber wenn man sieht, wie wunderbar die Natur, der Rest, der uns erhalten bleibt, muss man sagen, wie wunderbar das eins ins andere greift, dann können wir davon so viel lernen. Wenn wir das alles verstehen, dann brauchen wir den ganzen technischen Kram, können wir dann vergessen. Und ich glaube, wenn wir anfangen würden, das versuche ich meinen Kindern beizubringen, dass man das achtet. Jedes Tier hat seine Daseinsberechtigung. Ob das ein Frosch ist oder eine Fliege oder ein Vogel oder ein Säl oder ein Grashalm. Das ist alles da, weil es dort seinen guten Platz hat. Und davon können wir eigentlich das meiste lernen, finde ich. Wir stellen immer die Menschen im Vordergrund. Natürlich stehen mir meine Verwandten und auch Freunde uns so näher. Ne? Aber ich glaube, die waren ja vor uns da. Die leben im Frieden mit dieser Welt und wir die Menschen nicht. Und ich glaube, wenn wir das lernen, das zu respektieren, dann können wir unsere eigene Rolle auch besser bestimmen. Hier war noch eine Frage. Eine Frage. Eine Frage und dann kommst du dran. Ja, wir haben heute sehr viel gehört über Manipulation in jeder Hinsicht, im Bereich der Wirtschaft, Banken, hier. Lügenpresse. Für mich ist einer der wichtigsten Schlüssel das Talisman-Institut. Und darüber habe ich irgendwie gar nichts gehört. Das hat mich gewundert, weil dort wurden ja diese Programme mit Bernay, aber auch anderen wie Aldous Huxley und Orwell ausgearbeitet. Und also diese Personen und viele andere sind natürlich diejenigen, die diese Programme entwickelt haben. Ja, und die jetzt weltweit von England ausgehend nach Amerika entwickelt worden. Und da würde ich gerne nochmal was hören. Wir haben über eine ganze Reihe von solchen Hintergrundorganisationen, wir haben, ich glaube, der Begriff der Bilderberger ist hier nicht gefallen, Skull and Bones ist nicht gefallen, David Stock Institut ist nicht gefallen, die
Gremium unter 300 ist nicht, also insofern könnte man den Bogen noch mit einem ganzen Tag morgen ergänzen. Der Hinweis von dir ist richtig und wichtig. Es gibt natürlich viel mehr noch an Gruppierungen, an Klüppchen, an CFR beispielsweise, ganz wichtige Institutionen, die dafür Sorge tragen, dass diese Form des geldorientierten, zinsorientierten Wirtschaftssystems sich wie eine Krake über die ganze Welt verbreitet, mit unterschiedlichen Methoden, mit unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten. Nur das ist im Prinzip wirklich eine Tagung an sich, nochmal da hinzuschauen. Wer auch das, gibt es eine zweite Sendung der Anstalt als Comedy, aber trotzdem sehr, sehr gut recherchiert, wo so die verschiedenen in dem Bereich auch mal aufgelistet und aufgezeigt wurden und da auch wiederum die ganzen Verquickungen. Das ist auch wichtig zu wissen, gar keine Frage, nur irgendwann ist so, wir haben unheimlich viel heute an dem Tag abgearbeitet an Themen und Inhalten, ist dann so ein Tag auch immer voll. Aber der Hinweis ist gut und ist richtig und wichtig, da gibt es sicherlich noch eine ganze Menge mehr, die in derselben Richtung arbeiten, in dieselbe Richtung drehen, die aber genauso dem Alten angehören und das, worüber wir ja nachdenken und wo wir einen Beitrag zu leisten, es kommt, dass dieses gesamte Paket letztendlich irgendwann überwunden wird und ich bin sehr zuversichtlich, dass das schneller passiert, als dass wir, die wir hier im Saal sitzen, das alles noch erleben werden. Das wird relativ bald passieren. Und dann ist es völlig wurscht, ob da jemand vorher bei Skull & Bone war oder bei Bilderberger oder bei den Trilateralen oder wen auch immer. Das ist egal. Die haben dann einfach nichts mehr zu sagen. Rainer, vielleicht an dieser Stelle den ganzen Kongress, die ganze Tagung hätte es nicht gegeben, wenn er das nicht organisiert hätte. Das sollten wir uns einfach nochmal herzlich anhören. Ganz wichtiges Anliegen, was ich wirklich noch von der Seele sprechen muss. Wie fange ich an? Ich meine, ich habe vor 3 Wochen von mich eine tiefgreifende Erkenntnis erfahren auf dem Akasha-Kongress und auch die letzte Woche, die viele lange Gespräche, die ich geführt habe, die Tränen, die geflossen sind. Was ist passiert? Folgendes ist passiert. Wir haben heute das Spiegel unserer Gesellschaft gesehen. Und es ist auch unglaublich wichtig, die Dinge sich anzuschauen. Und ich bin dieser sehr tief in der Materie drin gewesen. Ich habe mit dem Volker ging heute in seinem Vortrag auch voll in die Emotion rein, ja, was im historischen Teil wirklich schwierig war, wir wissen es ja, aber ihr seht, die Gefühle spielen auch hier mit. Ja. Ich habe für mich die Erkenntnis getroffen und jetzt habe ich noch mehr ein Buch gemacht, wo wirklich harter Tobak ist, wo aber wichtig ist, die Information zu erfassen. Aber ich habe gespürt, und wenn ihr in euch reinfühlt, werdet ihr es auch spüren, wenn man zu lang, zu tief in diesen Schattenthemen rein sich hängt. Wir sind menschliche, emotionale Wesen. Wir können es nie komplett ausblenden. Und mir ist wieder bewusst geworden, und gestern hatten wir am Tisch, ich kann euch nur empfehlen, ein schönes lockeres Tischgespräch gehabt und als dann der Walter noch eine Runde für Santoros TV haben wollte, was habt ihr für Erkenntnisse 2016 und wie seht ihr 2017? Plötzlich, zwei meiner Gesprächspartner sind in das außerirdische Thema gekommen. Und ich sage euch, und ich manifestiere das jetzt ganz bewusst, das außerirdische Thema hier, Altstern Verlag, das ist das, was mich seit 25 Jahren ausmacht. Seit 25 Jahren gehe ich an die Öffentlichkeit und sage, hallo Leute, passt mal auf. Es gibt weitaus viel mehr, es sind viel mehr Menschen in Kontakt mit Außerirdischen. Natürlich haben wir die manipulative Seite, aber wir haben auch die positive Außerirdische. Deswegen habe ich für mich beschlossen, dass dieser Form von Kongress für mich jetzt Geschichte ist. Nächstes Jahr, 2017, will ich mich wieder voll und ganz
auf die spirituellen Themen richten, denen Menschen wieder Kraft in ihre Herzen geben. Deswegen habe ich für nächstes Jahr im Frühjahr, ich weiß noch nicht, wo ich es mache, und ich habe hochinteressante Leute, wo ich schon im Kopf habe, und da werdet ihr auch Menschen auf der Bühne erleben dürfen, die kein Mensch kennt, die aber eine Lebensgeschichte uns zu erzählen haben, die so ins Herz gehen, die eine Gotteserkenntnis gehabt haben, und das macht es aus. Und deswegen werde ich nächstes Jahr meine erste planetarische Bewusstseinskonferenz einrufen. Ich weiß noch nicht, wann ich es mache. Ich denke, Mai wäre ein guter Monat. Und wo, das muss ich noch entscheiden, weil ich habe das Gefühl, dass dieser Saal diesmal rappelvoll ist. Weil ich spüre das in viele zwischenmenschliche Gespräche, die ich in der letzten Woche intensiv geführt habe. Ich sage ja immer, die besten Gespräche auf solche Kongresse sind immer die Pausengespräche, die Mensch-zu-Mensch-Gespräche. Und da sind mir viele, viele Erkenntnisse gekommen. Und ich werde den Weg wieder gehen. Und wir werden nächstes Jahr einen Kongress organisieren, wo wir so eine gewaltige Energie freisetzen und den Menschen so viel Kraft und Zuversicht geben. Weil wir dürfen eines nicht vergessen. Die Archonten, die manipulative Systeme hier eingeführt haben, die müssen alle Technologien einsetzen. Wir, alle, die wir hier sind, sind viel mächtiger wie die, weil wir sind Schöpferwesen. Und es, ihr alle, die ja hier seid, ihr habt die Argumentation immer wieder gehört. Was kann ich, kleines Lichtlein, verändern? Falsch. Wenn wir alle unser inneres Licht wieder zum Feuer entfachen, passiert nämlich genau das, was Gandhi gesagt hat. Dann werden auf der unsichtbaren Ebene Mechanismen wirken, Leute, die wahrlich an der Offenbarung gleichkommen. Wir müssen die Erde wieder ins Gleichgewicht bringen und wir schaffen es im Sinne der Erde.